Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie bei Markus Lanz Wahlwerbung für die Grünen gemacht wird und wie zusätzlich die Altmedien versuchen, Einfluss auf die Personalpolitik bei den Grünen zu nehmen. Auch wenn man es gewohnt ist, was ich gestern bei Lanz gesehen habe, hat mich wieder einmal fassungslos gemacht. Im Folgenden der Ausschnitt. Das Klimathema war eben in dem Moment weg, in dem Corona um die Ecke kam, weil Corona die Menschen viel unmittelbarer betroffen hat. Ich will überhaupt nicht, also Sie haben vollkommen recht, Klima ist das groß, ist die große Menschheitsherausforderung, aber es war das Coronavirus war uns in dem Moment sehr viel näher und dementsprechend haben die Grünen auch keinen Zuspruch mehr bekommen. Aber Teil der Wahrheit ist auch, die Grünen regieren in sehr vielen Bundesländern mit und finde ich, waren sie nicht so hörbar. Also da habe ich jetzt niemanden von den Grünen wahrgenommen, der da mal an die Front gegangen ist und auch Maßnahmen Winfried unterstützt Kretschmann hat. Winfried Kretschmann hat eine gute Figur gemacht, finde ich. Wie erklären Sie sich das jetzt ausgerechnet Cem Özdemir, um den es eigentlich in der Frage, wer wird irgendwann mal der Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl sein, ja gar nicht geht, dass der plötzlich der beliebteste Politiker bei den Grünen ist? Cem Özdemir war ja sehr, sehr lange der beliebteste Politiker bei den Grünen, auch schon als er längst nicht mehr Parteichef war, sondern nur noch Vorsitzender des Verkehrsausschusses, kann ich mich erinnern, ist der monatelang noch in den Rankings geführt worden. Cem Özdemir, finde ich, ist am allermeisten Volkspartei von allen Grünen. Und das ist der Grund, warum er so beliebt ist. Also er ist jemand, der überzeugend als Grüner ist, Migrationshintergrund, er hat es geschafft, seinen Weg zu gehen. Er hat auch mal Niederlagen erlebt, er ist durchaus auch ein Menschenfischer. Halten Sie bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Ich rede gerade, ja, wir sind hier in Deutschland, ich rede gerade, bitte Maul halten, danke. Und flößt mit seiner positiven Einstellung zum Thema Wirtschaft den Leuten Vertrauen ein. Also er ist so jemand, wo man den Eindruck hat, der könnte vieles kombinieren. Auf der einen Seite den Klimaschutz und auf der anderen Seite, dass die Wirtschaft weiterläuft. Das ist für mich der Grund, warum Cem Özdemir so beliebt ist. Würden Sie sich wünschen, Herr Palmer, dass Cem Özdemir in Zukunft in Ihrer Partei wieder eine wichtigere Rolle spielt? Auf jeden Fall. Wichtigere Rolle als Verkehrsausschussvorsitzender unbedingt. Woran liegt es, dass der da im Moment ständig an allen Türen kratzt, aber nicht rein darf? Ich weiß nicht, ob er kratzt. Vielleicht wartet er da. Ich höre es manchmal so. Ah, Sie hören es. In der Sendung höre ich das manchmal. Vielleicht wartet er da einfach auch nur drauf, dass er eine weitere Chance bekommt. Ich glaube auch, die wird er kriegen. Eine Journalistin hat offen rumschwadroniert über die ganzen grünen Politiker, welche Vorzüge sie haben. Es wurde auch nochmal in Erinnerung gerufen, ja, jetzt im Moment mit der Klimapolitik, da haben die Grünen verloren, aber es ist natürlich die größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte. Und das geht dann schon wieder bergauf sozusagen. Und dann wurde so erörtert, wie sympathisch doch, welche Vorzüge die ganzen grünen Politiker haben. Es ist natürlich so, dass über die AfD nie positiv geredet wird, denn denjenigen, dem man Raum gibt, der ist wichtig. Das haben wir ja schon erlebt bei der Klimapolitik. Wenn das Klimathema gepusht wird, ist das Klimathema wichtig für die Leute. Und genauso ist es mit den Grünen. Wenn die Grünen oft vorkommen, am besten positiv vorkommen, dann sind sie relevant. Es ist ja aber faktisch so, dass die AfD mehr Stimmen bekommen hat als die Grünen. Und die AfD kommt gar nicht vor, wird auch gar nicht eingeladen. Das heißt, an diesem Beispiel kann man einmal wieder sehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihren Programmauftrag nicht erfüllen. Es kommen eben genau nicht alle gesellschaftlichen Schichten und Parteien und Anhänger der Parteien zu Wort, sondern es wird hier einseitig Werbung für die Grünen gemacht. Es wird überhaupt nicht kritisch über die Grünen geredet, sondern es wird nur probiert, Einfluss auf die Personalpolitik bei den Grünen zu nehmen. Wenn Sie jetzt fragen, halte ich die beiden oder einen von den beiden für kanzlertauglich, dann würde ich bei beiden ein Fragezeichen setzen. Ich finde, dass sie gute Parteichefs sind. Ich finde, dass sie die Partei nach vorne gebracht haben. Sie bilden ja auch unterschiedliche Rollen ab von dem, was sich die Leute so wünschen von den Grünen. Und sie schaffen es medial auch sehr clever, eben nicht zu viele Ecken und Kanten zu zeigen, dass man sich nicht reibt an den Grünen. Und das erklärt ja auch einen Teil der guten Umfragewerte. Von der Persönlichkeit her kann ich mir beide nicht wirklich im Kanzleramt im Moment vorstellen. Herr Habeck kommt mir
wenn er mal in eine krisenhafte Situation gerät, doch sehr dünnhäutig vor. Und es ist ihm ja immer wieder passiert, dass er fachpolitisch nicht so richtig reüssieren kann, dass ihm auch heftige Fehler passieren. Das kann jedem Politiker unterlaufen, vor allen Dingen auch Versprecher. Aber wenn man dann doch sieht, da fehlt Substanz in der Fachpolitik, also ist das ein Problem. Also in der Liga muss man schon wissen, wofür die BaFin zuständig ist, ne? Ja, das muss man dann tatsächlich wissen in dieser Liga, vor allen Dingen, wenn man das zweite Mal öffentlich über das Thema spricht. Frau Baerbock halte ich für sehr tough, für sehr nervenstark. Sie ist fachpolitisch auch wirklich gut sortiert. Sie hat natürlich das Problem, dass sie noch nie ein Regierungsamt hat. Und wenn man sie jetzt mal vergleicht, sie ist die gleiche Alterskohorte wie Jens Spahn. Und was der schon an politischer Erfahrung auf dem Buckel hat, dass er dann eben tatsächlich auch diskutiert wird als möglicher Kanzlerkandidat, kann ich eher verstehen als eben bei ihr. Da fehlt einfach noch die politische Erfahrung. Ich will das noch nicht mal am Alter festmachen. Ich finde, dass auch jemand mit 40 Kanzler werden kann. Also das ist, da muss Jugend kein Nachteil sein. Die wirklich schweren Kritikpunkte, die wehtun würden, wie zum Beispiel das Halt-die-Fresse-Statement von Özdemir oder bei Robert Habeck, wie er sich nach der Kameraaufnahme noch geäußert hat, wo zu sagen deutlich wurde, dass sein Statement vor der Kamera reine Schauspielerei war, dieses gefühlsbetonte Getue, weil er im nächsten Satz eine völlig andere Seite gezeigt hat. Für alle Menschen will ich sagen, dass heute ein erneuter Tag der Trauer und des Zorns ist, aufgrund der fürchterlichen Anschläge in Hanau. Der Trauer, weil wieder Menschen ihre Familien, ihre Geschwister, ihre Väter, ihre Freunde verloren haben. Unsere Gedanken, unser Mitgefühl ist bei all den Angehörigen, bei den Opfern, bei den Verletzten, denen wir gute Genesung wünschen, nicht nur am Körper, sondern auch in der Seele. Solche Anschläge zu überleben und damit fertig zu werden, muss ein Horror sein. Es ist auch ein Tag des Zorns über den Hass, über die Gewalt, die sich wie ein die sich in unsere Gesellschaft reinfrisst, über Jahre jetzt schon, die sich im Netz ausbreitet und von da aus dann zu immer mehr und fürchterlicheren Taten wird. Heute sollte das Mitgefühl und die Aufklärung im Zentrum stehen. Wir dürfen uns nicht an solche Taten gewöhnen. Und dann muss die konsequente Verfolgung und die Prävention aller solcher Taten, des Rechtsextremismus, des Rassismus, unbedingte Priorität allen politischen Handelns sein. Soweit von meiner Seite. Nachfragen? Alle glücklich damit? Alle Kameras liefen? Nachfragen? Alle glücklich damit? Alle Kameras liefen? Solche Sachen werden bewusst verschwiegen. Man kann aber ganz sicher sein, dass bei der AfD genau das nicht der Fall ist. Da wird nach jedem Haar in der Suppe gesucht. Das kann man daran feststellen, dass das Vogelschiss-Zitat von Gauland wurde ständig wiederholt und es wurde bewusst aus dem Kontext gerissen. Und es war vollkommen eindeutig auch im Kontext der Rede, dass die Feststellung mit dem Vogelschiss, dass es zeitlich gemeint war, dass es rein zeitlich gemeint war und dass es auf keinen Fall inhaltlich gemeint war. Das Vogelschiss-Zitat wurde aber so dargestellt, dass es inhaltlich gemeint war. Dass sie das gemacht haben, zeigt, dass sie sonst nichts hatten. Und das haben sie immer und immer wieder gebracht. Sie haben nie etwas Positives, Menschliches über die AfD gebracht. Das heißt, Personen konnten sich bei Lanz nie vorstellen. Sie konnten sich auch nie von ihrer persönlichen Seite zeigen. Umgekehrt, es ist ja auch, Kretschmann wird gelobt, er hätte eine gute Figur gemacht. Umgekehrt dürfen die Grünen sich dauernd positiv darstellen. Die Personen werden als menschlich dargestellt. Und in Wahrheit ist es ja genau umgekehrt. Habeck und Özdemir verhalten sich unmenschlich, verhalten sich vor allen Dingen auch gegenüber der AfD, aber auch gegenüber normalen Bürgern, zeigen sie, wenn die Kamera aus ist, ihre unmenschliche Seite. Und die AfD-Leute, die menschlich sind, die wirklich menschlich sind, da ist es genau umgekehrt. Diese Altmedienleute, sie empfinden wahrscheinlich Freude dabei, die Dinge genau um 180 Grad zu drehen. Wenn sie die Dinge täuscherisch darstellen, die Leute hinters Licht führen, und sie genau wissen, wie es ist, dann fühlen sie sich gut, dann fühlen sie sich mächtig, weil dann bekommen sie einen Machtvorsprung. Sie sind im Club der Wissenden und die manipulierten Leute sind die Dummen. Dieses Gefühl ist es wahrscheinlich, was ganz viele Leute in den Altmedien antreibt. Das ist keine Bestechungsgeld, das ist keine NWO, sondern das ist dieses Machtgefühl, das, glaube ich, das intuitiv kommt. Und dass ganz viele Leute, ich erlebe das auch anderswo,
dass ganz viele Leute dieses Spiel spielen. Dass sie täuschen und in einem Club der Wissenden sind, was ihnen Macht gibt. Wo sie dann feixen können und sagen können, ha, ich weiß es, du weißt es nicht. Erschütternd ist aber diese Unmenschlichkeit, wie man anderen Menschen sowas antun kann. Wie man den AfD-Leuten sowas antun kann. Wie man Leute einfach so fertig machen kann. Das ist immer wieder erschütternd. Erinnern wir uns auch, wie Hans-Georg Maaßen bei Lanz interviewt wurde. Wie er schlecht dargestellt wurde, wo seine Integrität angegriffen wurde. Wirklich nicht. Welches Spiel spielen Sie dann, Herr Maaßen? Wenn Sie das so machen, dann sage ich Ihnen, dann kneifen Sie an der entscheidenden Stelle. Warum? Das ist ja mein Punkt. Und das ist auch die Kritik, die ich wirklich an Sie richten muss. Ja, Sie halten das ja auch aus. Die Kritik ist, warum arbeiten Sie denn nicht konstruktiv an dieser Stelle mit? Warum so platt? Es waren Leute gewesen, die gehörten eigentlich zur bürgerlichen Mitte. Und die haben sich radikalisiert. Die so haben wie Sie. Quatsch. Also, das waren Leute gewesen. Und hören wir uns im Vergleich dazu das Loblied auf Kretschmann an. Oder vergleichen das Interview von Kretschmann bei Lanz. Dass die Altmedien jetzt Einfluss nehmen wollen auf die Personalpolitik bei den Grünen, zeigt das Machtbewusstsein der Altmedien auf. Sie denken sich, okay, Robert Habeck, der hat sich jetzt ein paar Mal blamiert mit der BaFin. Deswegen haben sie ihn übrigens auch im Sommerinterview besonders kritisch interviewt. Das hat dann zwei Funktionen erfüllt. Zum einen können sie sagen, ja, wir sind ja auch nicht nur kritisch gegenüber der AfD, wir sind auch kritisch gegenüber den Grünen. Aber das ist nur vordergründig personenbezogen. Weil wichtig ist ja bei den Themen, was wird als richtig, was wird als falsch hingestellt. Es wird ja beim Treibhauseffekt, wird die Hockeyschlägerkurve und alles, was offen zeigen würde, dass es keinen Treibhauseffekt gibt, das wird ja verschwiegen. Es wird ja nichts getan, um hier Aufklärung zu schaffen, eine Diskussion zuzulassen. Das heißt, es wird die Perspektive als richtig dargestellt, die Grünen vertreten. Dadurch werden die Grünen automatisch gepusht und spielt das keine Rolle, wenn sie jetzt Robert Habeck persönliche Fehler vorhalten. Es geht ihnen ja auch darum, etwas zu beschleunigen. Sie wollen nicht, dass Robert Habeck dann als Kanzler scheitert und sich blamiert oder er als Kandidat für die Grünen antritt, sondern die denken sich, okay, der Özdemir, der ist irgendwie gewiefter, professioneller, jetzt hieven wir Özdemir aufs Schild und jetzt lassen wir Habeck fallen. Das hat auch noch zusätzlich den Zweck, den Vorteil, dass wir dann sagen können, ja, wir berichten ja hier auch, wir sind ja auch gegenüber den Grünen kritisch. Wir stellen ja nicht nur der AfD kritischen Fragen, steht her, wir haben auch Robert Habeck ganz kritisch befragt. Aber in Wahrheit eben nur personenbezogen, auf eigene persönliche Fehler, aber nicht thematisch, nicht was die Thematik der Grünen angeht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.